Hallo liebe Leute, ich sehe schon kommen, das geht mächtig in die Hose. Wenn ich das richtig sehe, habe ich vergessen. Oh fuck, ist der groß. Na toll, als erstes direkt die Wasserform. Ich mag sie nicht. Oh naja, da müssen wir jetzt durch. Okay, und er springt direkt und macht seine Wasserexplosion. Der stellt sich echt nah dran. Echt, der ist echt mutig. Ich muss nur näher rankommen. Oh shit, ich häng in der Luft. Aber das ist so ätzend, wenn man so angelähmt ist. Komm runter da. Ich muss einfach hoffen, dass er mich überhaupt nicht trifft, was natürlich super schwierig ist. Denn wahrscheinlich bin ich schon One-Hit-Opfer. Oh, da fällt er um. Sehr nice. Ich sehe nichts, was sie machen, aber egal. Passt schon. Und immer schön weiter auf die Beinchen. Au. Okay, geht ja noch. Was den Schaden antrifft. Ich habe mein Death-Dings beim Koch geholt. Oh, wir werden getroffen. Einmal schnell heilen. Oh oh, er mag uns nicht. Na, komm runter da. Das ist sehr nice. Echt, krabbelt der davon? Sauhund. Und immer weiter drauf. Alter. Die Explosionen dürfen uns auf jeden Fall nicht treffen. Hör auf damit, komm runter. Oh, verdammt, wir haben verkackt. Ist ja schön, wenn er uns raushaut, aber nein. Oh oh. Nutzen wir die Zeit zum Heilen. Verdammte Scheiße. Das ist nicht deren Ernst, oder? Er ist down. Was? Das war aber verdammt gute Arbeit. Gut, dass wir so einen starken Charakter dabei hatten. Wir waren jetzt nicht sonderlich hilfreich. Na gut. Und Hunting successful.
Der ist auch schon Hunter Rang 172. Alter, bei dem geht es auf jeden Fall klar. Tada! Oh Mann, ich habe es echt immer erwartet. Wobei, ich habe zumindest mit ein oder zwei Toten gerechnet und voll versagen. Aber es ging noch. Solange da die Leute dabei sind, die stark genug sind, geht das super. Hoffentlich haben wir auch ein paar schöne Teile gebrochen. Quest clear. Ah, da kriegt erstmal Daumen hoch. Das ist alles, was wir von ihm bekommen haben. Traurig, traurig. Ich glaube nicht mal ein Auge, das wir bräuchten, um die Waffe herzustellen. Aber anscheinend ist es wirklich sinnvoll, die ganze Zeit auf die Beine zu schlagen, damit er umkippt, damit er fällt und so weiter. Und einfach immer dran zu bleiben. Wir wurden nicht oft getroffen, hat also eigentlich ganz gut geklappt. So, hast du irgendwas Neues, seitdem wir neu sind? Nö, da hat sich auch noch nichts getan. Okay. Und da oben können wir auch noch nichts abgeben. Ich schau mal kurz eben rein. Wir haben nur graue Items bekommen, die wir nicht wirklich brauchen. Auffüllen. Und wir gucken mal... Sortieren. Wir gucken mal, ob einen der anderen Dinger aufgeht. Wir haben den ja jetzt auf jeden Fall besiegt. Der ist die Hölle, glaube ich. Golden Rattian. Mal gucken, geht da was auf? Nein. Mal gucken, geht der Berokyuroso auf? 2 Minuten. Ich würde sagen, bis gleich. Das ziehen wir durch. Und damit herzlich willkommen zurück. Ja, der Kurzcut ist vorbei und wir begeben uns direkt auf die Jagd. Ich nehme mal hiervon jeweils 2 mit. Sicher ist sicher. Das könnten wir auch gebrauchen. Naja, okay, müssen wir halt durch. Essen kurz eben... ja, unsere Leben war wieder um 50 Punkte zu erhöhen. Allerdings habe ich gerade den Death-Bonus drin und den will ich halt nicht verbrauchen. Ich weiß nicht, kann man 2 Sachen auf einmal bekommen? Katzenleben und den Death-Bonus? Das muss ich echt mal probieren. Einfach ein Katzenticket verschwenden halt. Und ich sehe es kommen. Wir gehen drauf. Dachte ich mir eben bei Mephistopheles auch. Es ist halt noch G-Rang 1, ne? Die werden wahrscheinlich im G-Rang 2 unglaublich brutal werden. Ich habe jetzt mal Strumpf mitgenommen, weil der gerne auf große Gegner fokussiert. Oh shit, da ist er. Was macht der denn da? Oh shit, ich sehe es kommen, wir gehen drauf. Oh oh. Ich habe keine Chance. Oh, ich muss mal hier raus. Ich muss hier raus, ich muss hier raus. Meint er im Stein verstecken? Ich glaube nicht, dass uns das retten wird. Oh. Oh, okay, er hat uns beide. Ich gehe drauf. Au, Scheiße. Alter, das ist so unfair. Ich wollte... Ja, nee, ist klar. Geht mal weg, verdammt. Seid ihr doof? Ich muss kämpfen. Das geht schief. Diesmal geht das wirklich schief.
Das war klar. Und wieder erwischt. Der ist nicht gerade freundlich. Er haut ab. Okay, ich muss die Waffe schleifen. Echt schon? Sind die ersten 4 Minuten um? Hat er versucht, den großen Stein da kaputt zu hauen? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob der Stein hier überhaupt kaputt beißt. Oh. Oh, Scheiße. Alles klar. Ich muss weg hier. Wow, was sind das denn für kleine Kügelchen? Oh, shit. Ich hasse ihn. Ist man ein mega doofer Gegner. Alter. Und Bams. Wie war das, wenn man in den Kopf bricht, dann ist der... Dann wird der machtlos. Wow, und... Oh, oh. Wow. Was wird das? Nee, es war, glaube ich, wenn man den Stachel bricht. Na toll. Jeder kleine Hit tut richtig weh. Wow, verdammt. Dabei wäre das echt super, wenn er mit seinem Hammer den Schwanz brechen kann. Jetzt bin ich schon wieder nichts im Sagen. Der Baum hier steht ein wenig im Weg. Ja, ja. Nett. Danke, Oa. Was hast du vor? Alter, der und seine Mega-Hits. Den zum Beispiel. Ein Hit mehr davon und wir sind down. Nein, tu's nicht. Ich muss mal kurz weg. Der ist nicht mehr da gewesen, deswegen. Ah komm, jetzt kommt auch noch die kleine Fliege her. Oh, die Pots sind leer. Oh oh.
Tja, ich habe keine Ahnung, wohin jetzt hin ist und wahrscheinlich wieder auf dem Feld. Hör ich ihn? Nee. Ja, wir sind falsch, Entschuldigung. Ich glaube kaum, dass er jetzt schon zum Fangen bereit ist. Also würde mich echt wundern. Da ist er. Hallo. Oh, shit. Oh, was soll das? Ich kann nicht schlagen? Oh, verdammt. Ich kann nicht schlagen. Oh, scheiße. Das Feld hier ist mega ätzend. Ich kann nicht schlagen. Was ist denn kaputt? Dann halt so. Dann müssen wir halt mit E zuerst zuschlagen. Okay. Was ist gerade hier kaputt? Ich kann nichts mehr machen. Die Probleme. Alter, was soll denn das? Übel. Was ist denn jetzt mit der Taste? Ja, ich glaube, ich muss das Spiel neu starten. Das bringt gleich gar nichts mehr. Und ich krieg's nicht hin, dass ich irgendwas drücken kann zum Schlagen oder so. Da fliegt der fröhlich vor sich hin. Nein! Ah, verdammt. Übel, übel, übel. Das war zu viel des Guten. Au, verdammt. Oh Mann, nicht bewegen! Na toll, das hat voll gebracht, das gerade zu essen. Oh, wir haben ausgewichen. Cool. Es geht wieder, es geht wieder. Keine Ahnung, was es war. Oh, shit. Ich sehe nichts. Er haut schon wieder ab. Ich muss. Da oben fliegt der. Na, jetzt müsste doch wieder auf die 3 sein, oder? Gut, jetzt haben wir noch 4 normale große Portionen. Das sieht nicht gut aus. Oh, shit. Oh, verdammt. Komm schon.
Oh verdammt, oh verdammt, oh verdammt, oh verdammt. Wir gehen drauf, wenn wir uns nicht heilen. Und platsch. Ich sehe nichts. Da werden wir von so einem doofen Hit von den Beinen gefegt, ernsthaft. Oh shit. Was macht der? Ach ernsthaft, haut der schon wieder ab? Was geht bei dem? Der kann doch nicht die ganze Zeit abhauen. Gucken wir mal, ob er auf das Feld 4 gegangen ist. Ne. Der muss ja irgendwo sein. Wahrscheinlich auf die 2 gerannt. Ich hätte einen Farbball werfen sollen. Farbball haben wir noch en masse. Nö, hier auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Wie komme ich denn da hoch? Ach so. Mal gucken, ist er hier? Ne, auch nicht. Hups. Hä, wo ist der denn ein abgehauen? Naja, ich kenne die Felder halt nicht, die der abklappert. Dann ist er wahrscheinlich wirklich auf die 9 gegangen oder so. Oder doch auf der 4. Hat er sich schlafen gelegt? Das wäre noch interessanter. Ach, ich verstehe, der ist auf die 5 gerannt. Dann wollen wir mal hinterher. Ich habe gleich einen ganzen Energiedings verballert. Oh, der kann ihn fangen. Echt? Es hat geklappt. Ich hab's überlebt. Mit all meinen Portionen, ohne drauf zu gehen. Nice. Aber ich habe wahrscheinlich voll wenig Punkte gehauen. Dragonitor. Machalit. Ein paar Pilze, die wir auch mitnehmen werden. Ja, das war echt spannend jetzt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich überhaupt durchkomme. Tada. Alter. Naja, was kommt als nächstes in der Liste? Muss ich mal gucken. Ekelhaftes Vieh. Ja, fress den Boden, ist klar. Und du gehst drauf. Energie aufladen. So. Das haben wir hinter uns. Zack. Yeah. Na, nur Müll bekommen. Indirekt nur Müll. Die Teile brauchen wir alle, um irgendwie Waffen zu holen oder zu verbessern. Aber da wollen wir aktuell gar nicht hin. Ich weiß gar nicht, ob die Waffe von ihm so gut ist.